Wir bleiben aber noch beim Thema. Wir haben Besuch. Bei uns im Studio ist Maximilian Thierhalle, Experte und auch Geostratege. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, Frau Lefeld. Guten Abend, Herr Simon. Grüße Sie. Wir haben es gerade schon mit unserem Kollegen in Kiew besprochen. Bleiben wir beim Thema Panzerlieferungen. In der kommenden Woche wird der US-Verteidigungsminister Austin nach Berlin reisen, um anschließend die Konferenz in Ramstein zu leiten. Und es gibt jetzt viele Stimmen hier in Berlin, die sagen, das wird der Moment sein. Anschließend wird auch Deutschland mit den USA gemeinsam Leopard-Panzer liefern an die Ukraine. Stimmen Sie dem zu? Ja, also die Panzer werden kommen. Die Signale aus Berlin, Habeck hat sich dem nicht verschlossen. Selbst Wolf Mützenich spricht von dem Fallen von roten Linien. Andere haben es auch hingetan, wie Frau Strack-Zimmermann. Und von den Verbündeten, nicht? Ob das die Briten sind, die es sehr deutlich andeuten, die Polen, die es mit aller Deutlichkeit nach vorne tragen, den Amerikanern natürlich vortragen, was sie möchten. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Umbruch auch auf deutscher Seite kommen wird. Jetzt zunächst dann, erst bei dem Besuch wird es wahrscheinlich angekündigt werden und in Ramstein dann verkündet werden. Wenn die Bundesregierung sich diese Woche meldet, also nächste Woche melden wird, wahrscheinlich zu Anfang der Woche, dann wird sie das in diese Richtung lenken, da bin ich mir sehr sicher. Was hat sich denn da fundamental geändert, dass man jetzt zu einer solchen anderen Einschätzung kommt? Ja, das ist wirklich eine der großen Fragen. Meine Analyse geht dahin, dass die NATO, so wie sie es in früheren Diskussion auch getan hat, sie musste eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedrohung Russland entwickeln. Da haben die Länder teilweise übereingestimmt, nicht in der Lieferung von leichteren Waffen hat man das früh gefunden. Aber in dieser Frage der Kampfpanzer hat man lange nicht zusammen gefunden. Das heißt, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, sehr drückend für die Ukraine natürlich, wie kann man eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedrohung Russland schaffen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, der Besuch Zelenskys im Dezember in Washington war der letzte Auslöser dafür, dass Amerika überzeugt werden konnte, dass Russland die Bedrohung ist, die jetzt nur mit einer deutlich verstärkten militärischen Wirkkraft der begegnet werden kann. Und da gehören eben die Kampfpanzer dazu, die ganz wesentlich dafür genutzt werden können, den Feind herauszudrücken, indem man ihn, ja, indem man ihn vernichtet. Also dieses gemeinsame Bild, gegen was wollen wir uns stellen und mit was, das hat lange gebraucht, bis das Einheit gefunden hat. Und es scheint, dass die NATO-Staaten, die Ukraine unterstützen, jetzt ein gemeinsames Bild entwickeln. Und dazu gehört eben auch der Kampfpanzer, der jetzt kommen soll. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.